Ich möchte heute einmal auf verschiedene Chipgrößen eingehen und was die für mich bedeuten, auch die verschiedenen Begriffe, die man mit Chipgrößen in Verbindung bringt. Hier auf dieser Grafik sieht man den Chip in der Größe von meiner Kamera. Eine Fujifilm X-T2, das wäre jetzt im Vergleich der Chip der Nikon Z9, die im Fullframe oder Kleinbildformat fotografiert oder auch filmen kann, die Fuji fotografiert oder filmt im APS-C-Format. Und in meiner Auswahl habe ich noch die Fujifilm GFX 100S genommen, die als Mittelformatkamera gilt. Mittelformatkameras bezeichnet man die Kameras, die größer sind als Fullframe oder als das Kleinbildformat. Das sind die Maße für die jeweiligen Chips. Die X-T2 hat 23,6 x 15,8 mm als Chipgröße, die Nikon Z9 24,0 x 36 entspricht dem ehemaligen Kleinbildfilm- oder Fullframe-Format und 44,0 x 33,0 mm ist der Mittelformat-Chip der GFX 100S. Ein interessanter Wert ist für mich der Pixel-Pitch. Das ist der Abstand vom Mittelpunkt der jeweiligen Pixel zum nächsten Pixel. Und je höher der Wert ist, umso geringer ist das Rauschen oder umso besser kann der Chip oder das jeweilige Pixel Licht aufnehmen. Was auffällt ist, dass die Fuji X-T2 und die GFX 100S ähnlich große Abstände haben. Mit 3,9 bzw. 3,8 µ ist der Abstand ähnlich, würde ich sagen. Die Nikon Z9 hat mit 4,3 µ den Vorteil, dass sie pro Pixel mehr Licht aufnehmen kann und damit eigentlich zumindest in dieser Bewertung der Gewinner ist. Allerdings ist die Nikon Z9 in der Auflösung nicht so gut wie die GFX 100S. Die GFX 100S hat ja einen ähnlichen Pixel-Pitch-Wert wie die Fuji X-T2. Man sieht aber dann eben deutlich die Unterschiede anhand von der Chipgröße. Die Chipgröße ist halt bei der X-T2 am kleinsten, deswegen hat die nur 24 Megapixel bei einem ähnlichen Pixel-Pitch-Wert wie die GFX 100S, die dann aber auf einem deutlich größeren Chip eben knapp 102 Megapixel abbilden kann. Zur Farbtiefe. Da ist die Fuji X-T2 immer noch wirklich gut mit 14 Bit pro Farbkanal. Die Nikon Z9 ist da gar nicht besser geworden, hat aber eben einen deutlich besseren Pixel-Pitch-Wert und eine deutlich höhere Auflösung. Am besten ist die GFX 100S mit 16-Bit und ist ganz einfach von der Vorstellung her. Eine 16-Bit-Datei ist doppelt so groß wie eine 8-Bit-Datei, kann aber 256 mal mehr Informationen aufnehmen und die hohe Bitanzahl wird benötigt, wenn man stark die Tonwertkorrekturen verändern möchte. Zur Wahrnehmung kann man vielleicht erklären, ein gesundes menschliches Auge ohne zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche kann ungefähr 20 Millionen Farben im sichtbaren Spektrum wahrnehmen. Diese Angaben schwanken im Netz allerdings sehr stark zwischen 5 und 20 Millionen Farben. Das Wahrnehmen hängt auch noch vom Geschlecht und natürlich auch vom Alter ab, aber auch Müdigkeit, Hunger, Durst und andere Faktoren spielen da noch eine Rolle. 8-Bit, das ist ein JPEG, das entspricht 256 x 256 x 256 Farben für R, G und B und entspricht ungefähr 16,777 Millionen Farben. Bei 20 Millionen wahrnehmbaren Farben für das menschliche Auge, was gesund ist, ist die Darstellung dann schon nah dran. Bei 12 Bit pro Farbe sind das dann schon 4096 statt 256 Farben je Kanal und bei 16 Bit sind das sagenhafte 65536 Farben pro Farbkanal. Und die werden tatsächlich mal benötigt bei eben Verläufen, bei starken Tonwertkorrekturen, bei sehr starken Vergrößerungen und es hat sehr viele Vorteile.